Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Unsere heutige Aufgabe wird es sein, diesen Sekten-Pyro umzubringen, um dann eventuell uns erstmal vorbeizuschleichen. Ich weiß nicht, der Stufe 10er, Bruder Bodlin, ist schon eine harte Nummer. Wir haben eine neue Fähigkeit gelernt mit unserem Schweinchen und damit können wir ihn für 2 Runden ausnocken. Was ich jetzt aber gerade sehe, ist, dass da noch sich ein zweiter dazu geschlichen hat. Aber der steht da jetzt einfach nur. Der könnte problematisch werden im Endeffekt. Wir müssen einfach mal gucken, ob ich den kritischen raushauen kann. Weil Bruder Bottle müssen wir auf jeden Fall alleine bezwingen. So, perfekter Zeitpunkt zum Speichern. Ich brauche nur einen kritischen. Und wir haben uns jetzt extra darauf fokussiert, noch einen kritischen mehr zu haben. 10% mehr kritischen zu haben. Wir haben jetzt 55% kritischen. Das wird ja wohl hinzukriegen sein, oder? Bam! Okay. Jetzt kommt's noch an. Werden sie uns mitbekommen? Weil jetzt ist ja dieser eine Typ da extra noch da. Ist nicht gut. Zonenmüllmann bekommen. Oh, sauber. Endlich. Oh. Diese 10%, die haben es echt gerissen. Level up. Ah, es hilft mir leider noch nicht weiter. Ich bin jetzt Stufe 17. Molotov. Okay, Zeit, um uns den nächsten vorzuknöpfen. Wir müssen jetzt nämlich den links neben ihn irgendwie beseitigen. Der hat auch 16 Leben. Genau wie sein Freund. Wir müssen gucken, wo Bruder Hast du nicht gesehen gleich hingeht. Oh. Oh, ich habe Licht an. Das erklärt einiges. Oh, guck mal, hier liegt noch Müll. Aber wenn er da hinten ist, dann müsste das möglich sein. Oh. Mach das Licht aus, verdammt. Okay. Wenn er nach links geht, wird das, glaube ich, nichts. Wir müssen erstmal kontrollieren, wie weit er weg ist, wenn er links steht. Ansonsten müssen wir zugreifen, wenn er rechts steht. Oh, komm schon, Bruder. Hau ab. Ich werde mich erstmal hier positionieren. Ah, der muss erstmal noch ein Stück weiter weg. Na komm, beweg den Arsch. Oh, jetzt ist da der Sektenschlechter noch da. Das ist keine gute Position. Oh Gott. Ja gut, er muss auf jeden Fall nach rechts gehen. Das hat sonst keinen Sinn. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Wir verstecken uns hier. Ich bin gut versteckt. Okay, wir speichern mal auf einen neuen Speicherstand, weil die Position, wo ich gerade bin, die ist so ein bisschen kritisch. Na komm, geh weg. Geh nach rechts. Ja. Geht's los. Wie, er geht schon wieder zurück. Scheiße. Okay, das ist problematisch. Oh. Ich warte jetzt mal hier einen kleinen Augenblick. Und dann werde ich gucken, ob ich vielleicht noch eine bessere Position finde. Okay, warten, bis er außerhalb unseres Bereichs ist. Ah, scheiße. Okay, ich probiere es einfach mal. Mist. Okay, wenn der kritisch reinhaut. Na gut. Versuch wert. Donut. Oh, ein kritischer. Nice. Nighty-night. Now that was a good kill. Der Feind hat dich gehört. Shit. Okay. The ancients need your help, my children. Aber er ist nur alleine, ne? Und er versteckt sich. Ja gut, bis die da sind. Und die zerstören wir auch easy.
Also gut. Weiß nicht, wie das funktionieren soll. Erstmal muss ich hier hinkommen, ne? Wir sprinten mal bis hier hin. Ist ja gut, wenn ich mit dem auf eine höhere Position gehen könnte. Aber der ist da halt versteckt. Ist nicht so gut. Gehen wir mal hier, dann können wir ihn wenigstens einmal kurz anschießen. Oh, umgenockt. Nice. So, und du, meine Liebe, du gehst erstmal hier hin. Oh! Außer Reichweite. Könnte nachladen. Oder ich könnte mich noch weiter wegbewegen. I will cast you down. Ah, die dunkle Macht. Wir kriegen das hin. Also, ich würde den hier auch gerne erstmal umnocken. Dass er schön für zwei Runden flach liegt. Und dann baller ich meine rein. Gute Nacht. Dann brauche ich auf jeden Fall noch eine bessere Deckung. Und dann hauen wir dem einen rein wieder. Und natürlich nachladen. Wie? Okay, ich hätte zuerst nachladen sollen. Oder auch nicht. Verstecken wir uns erstmal vor den beiden da hinten. Ach nee, hätte ich gar nicht können. Ein Schuss nur. Oh, gut. Eventuell könnten wir ihn schon tot kriegen. Die anderen beiden dürften kein Problem darstellen. Okay. Nachladen. Die Frage ist, kicken wir den jetzt weg? Oder gehen wir eventuell auf den? Wir müssen erstmal gucken. Der müsste ja noch eine Runde ausgenockt sein, ne? Ja, müsste er. Also, erstmal du. Auf ihn, ja. Scheiße Deckung. Der muss sterben. Weil ich glaube, dass der noch... wenn ich jetzt einen kritischen reinhaue. Muss erstmal nachladen. Dann schießen wir den weg. Now it's getting fun. Ich will Schaden vermeiden. Gut. Ja, dann schieß mal. I hated that asshole. The Elder can't save you now. Es läuft sehr gut. Nachladen. Erstmal wechseln. Weil wenn ich jetzt... Moment. Wenn ich mit dem einen kritischen schaffe. Schaden 6, Schaden 5, okay. Wenn ich mit dem einen kritischen schaffe, ist er tot. Wir haben aber nur 5%. Schade. Ja gut, dann müssen wir leider Schaden erleiden. Aber besser von dem Kleinen als von dem Großen. Und jetzt kommst du. Obwohl, ich kann eigentlich weglaufen, ne? Jo. Könnte ich. Ich laufe mal hier hinter einfach. Weil der muss jetzt zu mir laufen und mich schlagen, ne? Wenn ich jetzt da hinlaufe, schafft das mich noch zu... Oh nein, ich hab nachgeladen. Okay. Ich hab vergessen, dass ich nachgeladen habe. Ah, scheiße, ja gut. Was soll's. Hier, komm.
Elf dein Leben wird mir reichen. Elf dein Leben kriegen wir wieder zurück. Das war gut. Junge, Junge, Junge. Huh. Hey, follow me. Eine Rauchgranate. Was kriegen wir von dir? EMP-Granate. Out of all the dead bodies you've seen in the zone, any of them ever look like us? Like mutants? Nah. And I've been looking. No skulls like mine, no skulls like Borman's. I don't think I've seen any with little horns on their head. That's kind of weird, right, Borman? Kind of makes you want to talk about it, right? There are no mutants outside the Ark except us. The Elder told us a bunch of times. No matter how deep into the zone Hammond traveled, he never saw a trace of us, of mutants. Guess we should feel special or something? Selma, you're tough enough to resist the rot and smart enough to keep the ghouls at bay. You're pretty special in my book. Now everybody, shut the fuck up! Oh, da geht's weiter. Puh. Ja, war ein toller Kampf. Ich habe alle Aktionen genutzt, die ich konnte. Und es hat funktioniert. So zu spielen macht echt Spaß. So richtig schön taktisch. Nicht einfach wie so ein Berserker reinlaufen und abschlachten. Die Mii-Fackel. Es war alles mit ihm, was geht. Das ist ganz klar. So, da haben wir auch noch ein bisschen Schrott. Da liegt noch was. Evakuierungszentrale Schlüssel. Oh, wir können zurück. So, noch ein bisschen Schrott. Okay, dann gehen wir auf jeden Fall noch zurück. Oh, Energieziegel. Ein schweres Metallstück, das die Altvorderin mit Maschinen verbanden, um diese zu aktivieren. Es scheint doch etwas Strom gespeichert zu haben, weil es kribbelt, wenn man die Oberseite mit der Zungenspitze berührt. Ja, muss aber ganz, ganz wenig sein. Ja, geil, ein Artefakt. Hey, I've seen these before. You need to lick the top to see if it still works. The ancients used these to run lights and machines. Prip will give us a good deal on this one. Still holds power. Ducks, don't play with that thing. We're bringing it back to Prip. Look, I can't feel my tongue. Hey, it's not funny. Oh, glorreich. So, wo konnten wir den Schlüssel nochmal anbringen? Irgendwo weiter hinten, ne? Am Anfang war das, glaube ich. Da wartet noch eine Menge Loot auf uns. Und da wir ein Artefakt haben, können wir auch zurückgehen und uns da ein paar Sachen holen. Hey, waren wir hier schon? Ah, hier war der Schlüssel. Alles klar. Lass mich rein. Was haben wir denn hier so Schönes? Defektes Elektrogerät. Oh, ich dachte, das wäre ein Artefakt. Let's see what's inside. Eine feuerfeste Rüstung der Altvorderin, die von den gleichermaßen berüchtigten wie produktiven Pyromanten der mysteriösen Feuerwehr getragen wurden. Pyromanten. Oh, ich find's so cool. Oh, ich liebe Science-Fiction, alter Schwede. Na gut, gucken wir mal. Wer kriegt eine Rüstung? Was haben wir denn hier? Eine feuerfeste Rüstung. Absorbiert Feuerschaden gegen Pyromantie, ja? Aber jeder von uns hat eine Rüstung. Wie viel Rüstung gibst du? 1 TP3. Ja, wer kriegt die? Ja, du bist ja sowieso der Versteckteste von uns, ne? Das heißt, du kriegst die Pyromanten. Weil Dax ist wirklich der Sniper hoch 10. Habe ich irgendwas vergessen? Im Deck oder so? Hier ist noch ein Skelett. Oh, ich kann mich verstecken neben dem Skelett. Na gut. Ich würde sagen, ab ins nächste Gebiet. Von da aus zurück zur Arche, damit wir Schnellreise haben. Und dann werden wir mal unser Artefakt abgeben und gucken, was wir so Schönes bekommen. Vielleicht sogar noch ein bisschen upgraden, wenn es möglich ist. Aber ich glaube eher nicht. Fahren wir jetzt eigentlich mit dem Boot hier los, oder? Weil es ist ja offensichtlich hier im Frachter. Oh, gucken wir mal. Seht ihr noch was? Stecken mit.
Ich will. Achso. Da steht's ja Reisen. Wir sind am Ziel angekommen. Ich glaube, wenn man das Spiel auf leicht spielt, ist es viel zu schnell vorbei. Oh, wie cool. Es schneit. Haus der Knochen. I didn't catch what you were saying back there, Selma. Where was Hammond going? The House of Bones. We're almost there. And why, pray tell, do they call it the House of Bones? It's a big house full of dead people. Oh, fantastic. Borman, don't lie to me. You do not want to be doing this right now. What I want and what I need are two different things. We need to find Hammond. So shut up. Was? Oh, ich bin zurück. Ernsthaft? Ich wollte sowieso wegreisen. Ja, jetzt haben wir das Gespräch schon wieder abgebrochen. Ich bin so ein Noob, ey. Alter. Aber vielleicht quatschen die gleich nochmal von vorne los. Reisen wir erstmal. So, Vorbereitungen werden getroffen. Die Heilungen sparen uns auf, wenn wir sie wirklich brauchen. Ich bin halt so ein kleiner Perfektionist. Eigentlich müssen meine Leute immer voll geheilt sein, aber ich reiß mich gerade zusammen. Ich reiß mich wirklich zusammen. Was? Das ist nicht die Arche. Oh, du hast sowieso ein Level-Up. Na gut, komm. Mutationen. Was haben wir hier? Du wusstest schon immer, wie du deinen mit, naja, Wesen auf die Nerven gehen kannst. Dieses Talent kommt dir auf dem Schlachtfeld wie gerufen. Du kannst jetzt Aufmerksamkeit aller Gegner in der Nähe auf dich ziehen, um diese von deinen Mitstreitern abzulenken. Ja, kann gut sein. Nach dem Einsatz deines zweiten Aktionspunktes aktiviert dein Körper seine Ausdauerreserven, um dir anschließend eine Aktion zu ermöglichen. Auf diese Weise erreichst du weit entfernte Gegner. Hinweis, muss aktiviert werden. Okay. Ich glaube, fürs Erste ist das besser. Und jetzt wirklich zur Arche. Ich hasse dieses Navigieren. Ich navigatiere. So. Erstmal das Artefakt abgeben. Nova Sect. So close to our borders. This is troubling. I should have known. Where the ghouls come, the Nova Sect follow, as they say. If you're a ghoul, you think the Nova Sect is a dedicated group of priests trying to cleanse the world of evil. This is not accurate. The Nova Sect is a psychotic death cult who are trying to destroy the Ark and everyone in it. Their leader, Plutonia, knows we cannot be swayed by her lies. We are not followers, and she hates those who do not follow. The zone is like a warm radiation bath that turns brains into rice pudding. But by hook or by crook, the Nova Sect prosper in the zone. The radiation has actually blessed or cursed their minds with special gifts. They can get inside your head, put horrible things inside. Make sure they don't get inside your heads. Zu spät. Zu spät. Farewell. Alter, seniler Sack. Remember your elders' guidance. Ja, du siehst nicht aus wie der Älteste, du siehst aus wie ein Penner. So. Bastelstuhl? Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. There's a new breed of ghoul out there. Ja, they kennen wir schon. Tank ghoul. Ja, was? Tank ghoul? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Verdammt. Wir haben Tank ghoul vor uns, okay. Pips Bar, da wollte ich hin. Hey, hey. What do you say? So. Das müssen wir noch machen, ne? Es ist immer dasselbe. Manchmal bräuchte man dringend ein zweites Paar Hände, hat aber nicht die Zeit, es sich wachsen zu lassen. Und deshalb, tada, das Pony Pack. Laut der Chronisten haben früher irgendwelche Elite-Krieger, die Marines oder so, in dem Ding Granaten für schlechte Zeiten aufbewahrt. So ein kleiner Vorrat kann nie schaden. Das kostet schon zwei hier.
Na gut. Warum ist es so? Till next time. Ja, bis zum nächsten Mal. Was hast du denn für uns parat? Smoke grenades. Toss a few of these at somebody and they won't see a thing in that smoke cloud. And forget trying to aim anything in there. It's useless. Ja, gut. Größere Waffenreichweite. Ich bin einfach zu geizig. Und die hat auch nichts Gutes. Mann, warum bin ich immer so geizig? Ich muss auch mal Sachen ausgeben. So, mit Shot kann ich ja sowieso nicht viel anfangen, ne? Also, wie sieht's denn hier aus? Du kannst überhaupt gar keine Module tragen. Du bist voll. Zielvorrat nicht verfügbar, okay. Du bist voll. Ja, wir haben sowieso alles voll, oder? Ja. Oh, stimmt, ich könnte das hier noch machen. Selmas Gewehr. Oh, sehr schön. Take it easy. Vor allem weiß ich nicht, ob das verschwendet ist oder nicht, weil ich kriege ja noch andere Waffen. Aha. Ich weiß auch nicht. Alles so schwer. Na gut, Haus der Knochen. Ich hoffe, das Gespräch ist wieder da. Ich habe gerade gelesen, es gibt Stealth Kits. Da hinten ist schon was Shiniges. Aber ich muss erstmal den Rest untersuchen und ich muss darauf achten, nicht wieder zurückzulaufen. Weil hier gibt es, glaube ich, keinen Rest. Ah, oh, hier doch. Oh, ich habe eine kleine Hütte entdeckt. Wo nichts ist. Geil. Ein Laster? Gibt es hier was? Bestecken. Ja, nö. Ein paar eingefrorene Leichen. Ja, mehr auch nicht. Was steht da? Kungalf. Wo auch immer das ist. Oh, Schrott. Ja. Schrott, was ich eh nicht einsetzen werde. Waffenteile, Waffenteile sind aber gut. So, Funkel, Funkel. Protokoll der Roten Pest. Rote Pestwarnung. Betreten verboten. Eindringlinge werden erschossen. Sollten bei Ihnen folgende Symptome auftreten, melden Sie sich umgehend im Quarantänebereich von Drottningatan. Rote Hautpusteln. Erhöhte Körpertemperatur. Nervenzucken. Paranoia. Blutige Augen. Sind Sie nicht reisefähig, bleiben Sie zu Hause und fordern Sie unter der Rufnummer 555-008-922 Hilfe an. Wir sind hier im Quarantänezentrum. Ja, sehr quarantänemäßig auf jeden Fall. Ah, hier müssen die alle mutiert sein. Gerade durch die Pest und die Strahlung. Eventuell ist die Pest sogar durch die Strahlung mutiert und hat dadurch diese Beulenköpfe erschaffen. Ja, wie komme ich jetzt hier rein? Gibt's ja auch eine Tür? Gewaltsam öffnen. So cold up in these parts, I can't feel my beak. Yeah, I've never been this far north before. I feel cold to the bone. So, wir gucken erstmal, wo hier Gegner sind. A mountain of body bags. This is just horrible. Okay, ich sehe da hinten schon die ersten Gegner. Wir kontrollieren erstmal die Gegend, wo keine Gegner sind. Einfach nur, um den ganzen Loot erstmal einzusacken und dann Strategien aufzustellen, wie wir vorangehen werden. Man muss ja immer alles beachten. Holy Ancients Power! Do you feel it? Let us now gather at the sacred site for the ritual sacrifice. Es kommt doch irgendwie aus der Richtung. Defekte Waffe. Ihre Schritte da. Okay, ja cool. Tobt euch aus da hinten. Ich sammle hier erstmal alles ein. Marodeur Stufe 20. Wir sollten uns auf jeden Fall in keinen Kampf verwickeln lassen. Noch nicht. Ja, der Typ da ist ein leichtes Opfer. Der steht da einfach nur rum. Oh, das war knapp. Da hinten ist auch noch einer.
Aber ich möchte halt erstmal die Gegend untersuchen, weil es ja immer sein kann, dass wir einen neuen Partner dazu kriegen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn hier unser Ziel ist, wir hier auch jemanden finden. Prügeln wir uns erstmal dahin, wo Licht ist. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Licht. Ich kann doch bestimmt hier einfach plopp runterspringen, ne? Okay, nein, geht nicht. Aber hier war doch, hier war hundertprozentig noch ein anderer Weg. Ah. Nehmen wir erstmal den offensichtlichsten. Scheiße. Okay. Wir müssen uns hier versammeln. Ich kann hier nirgendwo hoch, oder? Oh, the House of Bones. What a nice inviting place. These signs are a lovely touch. Kümmern wir uns heute noch um den Kollegen und dann hören wir auf. Aber da steht auf jeden Fall einer. Ich weiß nicht, ob er nach einem Gegner aussieht. Hm. Alter, wie weit weg willst du denn noch gehen? Ich kontrolliere sonst mal die Lage erstmal. Guck mal, da stehen auch noch welche. House of Bones. It was a fortress full of tiny flesh-eating monsters called Students. They came here every day to learn how to become bigger monsters. Now you hear the story. I don't hear the story, I see the story. I went inside and I saw all these drawings of monsters and flying machines and gross stuff, scary stuff. Okay, ich hab's nicht ganz geschafft. Und es dürfte reichen. Studenten! Ah, schön. Okay, hey, geh nicht weg. Ich habe Dinge mit dir zu erledigen. Als wäre er gewarnt. Oh ja. Oh, ich liebe dieses Update. Easy. Enough. Cleanly done. Level up. Was die da hinten zu zweit sind, gefällt mir nicht. Oh, Sektenpyro. Get your asses over here. Gut, ich wollte ja gerade sagen, das war es erstmal für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann prügeln wir uns so durch. Die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde ja gerne die zwei Jungs da ausschalten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass dann der Sektenpyro und der Sektenschläger dazu kommen. Hm, dass die auch zu zweit auf dem Haufen hängen, das gefällt mir nicht. Na gut. Beim nächsten Mal gibt es mehr. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Ach, die sind weg. Nee, doch nicht. Da läuft er.